sehr, sehr spannende News von Quant, die ich heute im Video mit euch teilen möchte. Ich denke, Quant QNT ist eines der Projekte, die im nächsten Bullrun richtig, richtig gut performen könnten. Und im heutigen Video möchte ich euch einen der Gründe zeigen, warum das so ist. Damit herzlich willkommen bei einem weiteren Krypto-Westfale-Video. Bevor wir in die Details gehen, wie immer hier einmal der Disclaimer. Stoppt das Video hier, liest ihr das durch und dann sollten wir da safe sein. Das ist keine Finanzberatung, ich erzähle euch nur, was ich meine. Also, warum denke ich, ist Quant ein heißer Tipp für den nächsten Bullrun? Die große Stärke von Quant ist ja Interoperabilität. Das heißt, die Möglichkeit, verschiedene Anwendungen, verschiedene Blockchains zusammenzubringen. Und in diesem Kontext hat Quant sich positioniert, wie es stärker eigentlich nicht sein könnte. Zum einen hat Quant hier diesen Deal mit der Bank of England gemacht, um den englischen CBDC, also im Prinzip das digitale Pfund, zu entwickeln. Damit nicht genug. Bin ganz groß dabei, wenn es um die Entwicklung des Euro-CBDCs geht, also des digitalen Euros, wenn man so möchte. Und wir arbeiten auch sehr eng mit Amazon AWS zusammen. Also es gibt ja hier eine Zusammenarbeit mit Quant. Amazon entwickelt da ebenfalls so eine Art neue digitale Währung. Vielleicht wird das die Währung, mit der man in Zukunft bei Amazon bezahlen kann. Das wäre natürlich bei deren Umsatz ebenfalls eine heftige Sache. Und das ist alles sehr schön, insbesondere für Quant. Das Ding war aber bisher, diese Sachen waren eigentlich nur ja, ausgewählten Big Playern, eben englischer Zentralbank, EU, Amazon zugänglich. Was sie jetzt machen, ist, sie haben den Overledger, also die dem zugrunde liegende Technologie, als Plattform freigeschaltet für alle Firmen. Das heißt, jede Firma kann jetzt diese Technologie nutzen über diese neue Quant Overledger Plattform. Und von diesen starken Features, die Quant nun mal bietet, eben insbesondere hier Interoperabilität, aber natürlich auch Sicherheit und mit der neuen Plattform eben auch einfache Anwendung profitieren. Das heißt, jede Firma kann das jetzt nutzen. Und ich denke, das wird sich extrem gut auf den Quant-Kurs auswirken. Und ja, ich glaube, was hier steht, ist korrekt. The future of finance today, und das ist, glaube ich, Quant. Zumindest wird Quant QNT eine wichtige Rolle dabei spielen. Schauen wir vielleicht mal, wo der Kurs im Augenblick ist. Bevor wir auf den Kurs gehen, auch nochmal starkes Feature von Quant natürlich. Circulating Supply sind etwas über 14 Millionen Token und Total Supply ist etwas über 14 Millionen Token. Also das ist alles raus. Da gibt es jetzt, das wird nicht mehr weiter verdünnt. Und 14 Millionen ist verdammt wenig. Also es ist viel, viel weniger, als zum Beispiel Bitcoin hat. Die Hälfte sozusagen. Das wird zu Verknappung führen im nächsten Bullrun. Das heißt, im nächsten Bullrun werden wir wahrscheinlich erleben, dass bestimmte Börsen keine QNT mehr haben, weil es ausverkauft ist. Und das wird den Preis richtig pushen. Also wir sehen jetzt hier beim letzten Bullrun haben wir so gerade die 400 erreicht, ganz am Top hier. Und wir befinden uns jetzt gerade bei etwas über 100. Es gab hier mal so ein Tief bei 60, 70, wenn man da eingestiegen ist, herzlichen Glückwunsch, sogar unter 50 sehe ich gerade. Da haben wir natürlich einfach alles richtig gemacht. Aber auch jetzt 100, wo sind wir genau, 111 halte ich für einen absolut kaufbaren Preis. Quant ist meiner Meinung nach ein heißer Tipp für den Bullrun. Haut mir mal in die Kommentare, was haltet ihr von Quant? Seid ihr investiert? Wie viel Quant denkt ihr, sollte man halten zum nächsten Bullrun, um richtig was mitzunehmen? Ich freue mich auf jeden Fall über euer Feedback. Und das war's für heute auch schon. Ganz schnell, Update, Quant, checkt's auf jeden Fall mal aus. Danke für die Aufmerksamkeit. Ciao.